KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur vollgepackten Sendung vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. So, habt ihr uns vermisst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer? Eine Woche musstet ihr mal ohne uns auskommen. Ja, war meine Schuld. Ja, genau. Ich hab's einfach mal völlig zerlegt, deswegen. Ja, aber da geht gerade was rum. Mein Kleinen hat's auch erwischt. Gerade er liegt die ganze Woche schon da flach. Konnte noch nicht mal zu seiner Meisterfeier von seiner Fußballmannschaft. Die hatten eine Einladung beim Bürgermeister am Freitag. Richtig beim mit. Und beim Bürgermeister. Bei was? Beim Hannes und beim Bürgermeister. Nee, nicht beim Hannes. Oh. Nee, hier, Remseck unten. Genau, weil sie haben ja die Meisterschaft gewonnen mit ihrer Fußballmannschaft. Ja, da hat er sich schon ewig drauf gefreut. Konnte auch nicht hin, weil sie ihn völlig zerlegt hat. Also, da geht gerade was rum. Seid vorsichtig. Geht lieber ins Kino. Fast niemand an. Und ja, wir haben Filme mitgebracht. Zum Beispiel, jetzt war ja schon die Sneak von der vorletzten Woche, der Film Dungeons and Dragons. Und weil wir ja ein bisschen mit dem Podcast hinten dran waren, habe ich schon eine weise Voraussicht eine Filmkritik geschrieben, damit ihr schon mal ein bisschen lesen konntet, wie es mir gefallen hat. Und auch für mich, damit ich nicht alles vergesse, bis wir jetzt hier den Podcast aufnehmen. Dann habe ich letzte Woche noch einen Film geschaut, einen australischen Bumsfilm, Das reinste Vergnügen. Und wir geben natürlich Tipps ab, was morgen in der Sneak kommen könnte. Und da gleich mal der Hinweis an alle, die in Stuttgart in die Sneak gehen. Chris? 21 Uhr morgen erst wegen dem Streik. Jawohl. Aber ja, ein bisschen später mal. Nicht das Kino streikt, sondern genau, ihr müsst ja alle schauen, wie ihr da irgendwie ins Kino kommt. Und deswegen hat das Kino gesagt, ja, dann machen wir lieber eine halbe Stunde später, nicht, dass da manche. Ja, die Mitarbeiter müssen auch herkommen und was weiß ich, was alles. Ist alles nicht so einfach, wenn da so ein riesen Streikgedöns ist, das alles unter einen Hut zu bringen. Also da trifft es dann, wie ich finde, auch unbeteiligte Branchen und das finde ich nicht so geil. Ist ja immer so, aber Streiks an sich. Wenn die Arbeitgeber nicht mit sich reden lassen und Branchen, die quasi uns durch die Corona-Pandemie getragen haben, denen nicht mal ein bisschen mehr Geld bereitstellen für ihre geleistete Arbeit, dann finde ich das richtig, dass sie auch streiken. Ja, egal, was es da für Behinderungen mit sich bringt. Ja. Klatschen reicht halt nicht. Brauchen wir halt auch mal ein bisschen finanziell was kommen. Wie jetzt? Klatschen aber, reicht nicht. Aber ich dachte, nochmal zurück zu dem Kino, ich dachte, die Mitarbeiter vom Kino, die wohnen im Kino. Die wohnen gar nicht im Kino. Ach so. Wer nicht? Also. Ich dachte, das ist wie bei so einem Sweatshop in Bangladesch, wo die dann unten so im Keller solche Feldbetten haben. Nee. Ja, klar. Das Frühstück, Mittag, Essen und Abendessen besteht aus Popcorn und Nachos. So, genau. Beziehungsweise kriegen sie gar nichts. Einen neuen Job, ne? Die sehen ja noch relativ fit aus, alle, die meisten da. Also. Naja, also Dungeons and Dragons, das reinste Vergnügen unseres Sneaks. Und im Heimkino Don't Worry, Darling. Ich glaube, den habe ich auch gesehen. Werde ich mich dann wahrscheinlich erinnern, wenn ihr darüber erzählt, worum es geht. Die Kate hat den neuen Twister-Film Supercell geschaut. Mal gucken, ob der mithalten kann. Haben wir noch jede Menge Serien. Da schauen wir aber mal, was wir davon noch dran nehmen oder wie lange die Sendung dann wird, ne? Dass das nicht zu lange geht. Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben. Chris. Ja, dann. Ja, ein super sehr, sehr sperriger Titel im Deutschen. Also mir hätte Dungeons and Dragons komplett gereicht. Dungeons and Dragons, wer kennt es nicht, ist eigentlich so ein typisches oder das Pen and Paper Spiel schlechthin. Heißt, da werden so Geschichten erzählt und gibt es auch als Computerspiele inzwischen und was weiß ich was alles. Das ist eigentlich ein Riesending. Und es gab in der Vergangenheit auch schon Dungeons and Dragons Filme, oder es gab zumindest einen, an den ich mich grob erinnern kann, der allerdings ganz fürchterlich war. Und jetzt haben sie gesagt, hey, geben wir doch diesem Ganzen nochmal eine Chance. Und so lernen wir Chris Pine als den netten Barden kennen, dessen Name mir gerade mal entfallen ist. Ich weiß nicht mehr, was du heißt. Nee, auch gerade nicht. Warte mal, aber erzähl mal weiter, ich find's raus. Und die sind so eine kleine Vereinigung an Dieben, also er dazu ein Zauberer,
gespielt von Justice Smith, dann eine Barbarin, gespielt von Michelle Rodriguez und noch ein Trickbetrüger, irgendwie sowas, gespielt von Hugh Grant. Ich hätte jetzt den Namen. Ah, du hast den Namen, ja, gib her. Edgin, hieß er, Edgin. Michelle Edgin. Rodriguez hieß Holger. Holger, ja, das war Holger. Der Magier hieß Simon, glaube ich. Oder war das der andere? Ich weiß gar nicht. Dann gab es noch Doric. Simon, ja, Doric kommt Doric erst nachher noch. Und Hugh Grant Forge. Genau, so hieß es. Und Kira hieß die Tochter. So, jetzt haben wir sie alle. Genau, die Tochter hieß Kira. Genau, und also Edgin hat eben noch eine Tochter, wie du es gerade schon gesagt hast. Und die sind wie so eine kleine Familie, machen sich da auf so Diebestrips, weil eigentlich kommt Edgin ursprünglich aus so einer sehr, sehr edlen Vereinigung, die eigentlich Gutes tun und diese Welt, die eben, ja, wie es halt auch schon heißt, Dungeons and Dragons, es gibt Monster, es gibt Dungeons, es gibt Drachen, es gibt Ogre, es gibt alles mögliche an Zeug in dieser Welt, in dieser Fantasy-Welt. Und das sind halt quasi wie so ein, ja, so ein eingequetschte Robin Hood Art von Leuten, die da unterwegs sind. Nur beschließt er irgendwann, okay, das funktioniert nicht so ganz. Das ist nicht so meine Welt. Ich möchte da irgendwie doch ein bisschen mehr davon haben und zwackt sich dann immer wieder Sachen ab und das geht natürlich gewaltig schief. Bei so einer Aktion dann wird ihm aufgelauert und die Bad Guys in dem Fall, wo auftauchen, brennen nicht nur sein Haus nieder, sondern töten auch seine Frau da dabei. Und das heißt, er ist alleinerziehend, stürzt sich erstmal in den Alkohol, was auch eher ja, suboptimal ist. Und ja, wie gesagt, daraus entsteht eben dann diese Diebesbande, die alles Mögliche immer wieder macht und alles Mögliche auf die Beine stellt und dabei eben dann auch an eine Platte versucht zu kommen, an ein Relikt zu kommen, womit man Tote wieder auferstehen lassen kann. Und da sieht er, der gute Edgin, eben die Chance darin, dass seine Frau wieder zurückkommen kann. Wie es natürlich ist, geht da gewaltig was schief, weil sie da mehr oder weniger in einen Hinterhalt geraten. Hat auch mit Sophina zu tun, die da ein bisschen so eine zwielichtige Rolle einnimmt, die Zauberin ist und dabei sich herausstellt, dass sie von den roten Zauberern ist und die sind ganz arg böse. Und Edgin und Holger landen dementsprechend dann auch im Gefängnis, während Simon the Sorcerer, was ich übrigens sehr lustig finde, entkommen kann. Und ja, es kommt dann so, dass Edgin und Holger aus dem Gefängnis ausbrechen können in einer relativ epischen Szene, in einer sehr lustigen Szene auch, Szenerie auch, wo man denkt, okay, die wollen diesen einen Typen da unbedingt dabei haben, der sie befreit oder der ihnen auf jeden Fall den Weg nach draußen ebnet. Und da merkt man, spätestens da merkt man schon, in welche Richtung dieser Film geht. Also zumindest ging es mir so, weil es, man muss sich das vorstellen, da kommt ein, ja, ist ein geplanter Ausbruch, aber sie wären auch so freigekommen. Das war einfach großartig. Und Edgin und Holger machen sich dann eben auf den Weg, erstmal Simon wiederzufinden und dann die Tochter von Edgin zurückzuholen. Die ist nämlich bei Hugh Grant gelandet. Und das Ganze entspinnt sich dann zu einer relativ größeren Sache, weil Hugh Grant macht zusammen mit Sophina, also Forge macht zusammen mit Sophina da so ein bisschen gemeinsame Sache, hat dann einiges auch zu melden in der Region, wo sie unterwegs sind, was das Ganze ein bisschen komplizierter macht. Und sie sammeln dann unterwegs quasi noch, und jetzt kommt dieses, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, das kann ich wirklich gleich schon sagen, sammeln dann unterwegs noch Doric ein, mehr oder weniger. Also Sophia Lillis spielt Doric, das ist eine Formwandlerin. Eine Druidin. Druidin, Entschuldigung. Ja. Eine Druidin. Und die eben auch sagt, oh ja, hier, und mein Volk wird unterdrückt und ich möchte da auch dann doch dabei helfen, dass wir da das irgendwie befreien. Und so baut sich dieser illustre Trupp auf mit unterschiedlichen Charakteren.
und macht sich eben auf dieses große Abenteuer, Tochter befreien, Welt befreien. Unterwegs sammeln sie dann noch einen ein, nämlich Régis Jean Page, also Xenk Yenda heißt der im Film, der auch aus dieser Gilde, wo damals Edgin drin war, Teil davon war und auch so ein edler Ritter ist. Oder also so ein ziemlich abgefuckter Dude einfach, anders kann man es nicht sagen, der da dann ja, dabei hilft der Truppe, also wie so ein Side-Character, der einfach der Truppe hilft, dabei das größtmögliche Übel, das entfesselt wurde, zu unterbinden und da dagegen vorzugehen. Ob es ihnen klappt oder nicht, das schauen wir mal und wie und was sich das alles entwickelt. Ich kann auf jeden Fall sagen, der Film macht von der ersten Minute an Spaß. Der ist top besetzt, der ist sehr cool, mit einem sehr, sehr guten Tempo erzählt, hat einen ganz eigenen Charme, nimmt sich wirklich selbst mehr oder weniger auch auf die Schippe, also nicht ganz so ernst. Und für mich war es krass, wie die Charaktere, die vier Charaktere untereinander, wie die harmonieren, obwohl die eigentlich so unterschiedlich wie noch was sind. Fand ich sehr, sehr cool. Es wird wirklich ergänzt von einem Hugh Grant, der also so ein herrlich geiler Schmierlappen ist in dem Film. Ich höre den Erik die ganze Zeit nur so ein bisschen giggeln, weil er genau weiß, okay, das heißt, ich hab gar nicht so Unrecht. Du hast schon Unrecht. Echt? Ja, weil der Film hat für mich nicht ab der ersten Minute Spaß gemacht, sondern ab ungefähr der dritten. Die erste Minute war sehr verwirrend mit den ganzen Rückblenden. So, das passiert. Ich dachte, oh Gott, diese Fantasy-Welt, die da so plötzlich auf mich eingeprasselt ist, ey. Ich musste erstmal da so halbwegs meine Gedanken sortieren und mit dieser Fülle von Informationen, wie damals bei Nummer 5 lebt, so, zu viel Input. Ja, und das ist ja vollkommen okay. Ich meine, du bist jetzt ein bisschen ältere Generation, deswegen ist es auch okay, dass du da ein bisschen brauchst. Aber insgesamt kann man schon sagen, ja, ein Riesenspaß, klar, der Film, oder? Definitiv, weil wir hatten ja total Spaß und ich hatte schon ein bisschen Bedenken, so Dungeons & Dragons, weil ich auch irgendwie diesen alten Film, ich glaube Jeremy Irons hat da mitgespielt oder so, den hatte ich tatsächlich mal gesehen und ich fand den richtig scheiße. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt haben sie hier nun, ja, wie soll das funktionieren? Also man hat hier so zwei Leute genommen, die man von anderen Franchises kennt, also Chris Pine und Michelle Rodriguez. Ja, stopft die da so in die Welt rein, zusammen mit anderen, die man jetzt nicht ganz so sehr kennt. Ah, okay, Hugh Grant noch. Hab gedacht, okay, wird das jetzt funktionieren oder nicht? Ist das jetzt so ein. Ich finde es halt gut, dass das sich nicht zu sehr ernst genommen hat, sondern dass das wirklich augenzwinkernd war, ohne sich jetzt darüber lustig zu machen, sondern irgendwie mit den Leuten zu lachen. Das fand ich eigentlich gerade genau die richtige Mischung. Ja. Und aber auch zu den richtigen Zeitpunkten dann immer wieder. Ja. Also es ist wirklich, wirklich on point solche Spitzen mal wieder gesetzt. Und das war einfach großartig. Also wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr spaßig, sehr, sehr actiongeladen. Wenn man Computerspiele mag, dann sowieso nochmal eine ganz andere Stufe, wenn man ganz andere Ebenen auch wieder entdeckt. Da wie jetzt jemand, der reingeht und keine Ahnung von. Also man muss dazu sagen, man muss Dungeons & Dragons, weder das Pen & Paper noch irgendwelche Computerspiele oder so, muss man kennen. Der Film funktioniert für sich ganz alleine auch. Da fragt man sich halt, okay, wie kommt es zu der Zusammenstellung, wenn man dann halt das Pen and Paper kennt, dann weiß man, okay, da kommt's her. Ja, ich will übrigens sagen, es gab eine Premiere in Berlin von dem Film mit Steven Gätchen, hat er moderiert und da waren viele eingeladen, so bekannte Influencer, Cosplayer und ganz aus der Szene. Und diese Premiere war ungefähr eine Woche nach unserer Sneak Preview. Ja, also da muss man aber auch mal großes Lob an die Innenstadtkinos sagen, definitiv, dass die den an Land gezogen haben. Also ich weiß noch, vor ein paar Wochen lief mal so kurz der Trailer im Leitungsbüro nicht so, aber wenn ihr den bekommen könntet, das wäre natürlich schon richtig genial. Und den haben sie jetzt auch bekommen. Und das zeigt eigentlich für mich eigentlich bis jetzt gerade, also Stand jetzt im März, ist das für mich gerade schon die Sneak des Jahres. Es wird schwer, dass wenn da was da noch kommen kann, was da noch kommen soll, das irgendwie zu
überbieten, weil, wie gesagt, es war alles dabei. Es ist für Groß und Klein was dabei gewesen. Es ist einfach ein Film gemacht mit sehr viel Spaß und sehr viel Hingabe auch. Hm. Wir haben erst März und ja, du rufst schon den Film des Jahres schon, auf. Schon gut. Sneak also Film Sneak des Jahres. Jahres, ja. Ja, ja. Ja, Sneak des Jahres. Also ich, spannend. Das ist eine sehr, ja, jetzt ist halt die Latte relativ hoch jetzt für die anderen. Hm. Er hat Latte gesagt. Soll ich das sagen? ja. Ah, ich weiß was. Übrigens, der startet in Deutschland am 30.03. Das heißt nächste Woche Donnerstag. Und in den USA einen Tag später, am 31.03. Das heißt, wir sind mit dem Podcast auch noch relativ früh dran. Also wir sind immer noch vor der eigentlichen Premiere. Ich hab trotz einer Woche Pause. Ich habe den mittlerweile auch schon viele Male empfohlen, den Film. Und auch mal. Ja, deswegen habe ich auch die Kritik schnell geschrieben gehabt, bevor die Premiere in Berlin ist, damit wir da richtig vorne dran sind. Ja, damit, hat auch ganz gute Klickzahlen gebracht, muss ich sagen. Ich habe Dungeons & Dragons, ja. Und wir haben es ja auch echt gut bewertet. Ich glaube, da können sich viele drauf freuen. Also ich kenne Dungeons & Dragons auch vom Brettspiel her gar nicht. Ich habe sogar nicht mal die PC-Spiele oder Amiga gab es das ja auch. Nicht mal die habe ich gespielt. Weil das war mir alles immer irgendwie nichts so. Ich bin da eher so in anderen Richtungen, dann eher so, ja, Fallout und sowas. Aber ich kenne natürlich die ganzen Spiele. Ich habe ja auch damals mal im Spieleladen gearbeitet. Da gab es ja auch so Baldur's Gate und so. Das fällt hier auch mal der Name und so. Und also für die Nerds, die da ein bisschen drin sind, für die ist es natürlich ein Riesenspaß. Ne? Aber auch wer sich so ein bisschen mit Rollenspielen auskennt, wie so mit NPCs geredet wird, wie Quests vergeben werden, wie man Sachen craftet und sowas. Der wird hier auch sehr viel Spaß haben, wer da so ein bisschen drinsteckt in dem Thema. Weil da kommen so viele amüsante Zwischeneinlagen und ja, einfach sehr cool. Wir hatten echt viel Spaß. Und definitiv, deswegen, ja. Wertungsmäßig Dungeons & Dragons. Ich gebe 9 Punkte, wie ich es schon in meiner Kritik geschrieben habe, weil das war eine große Überraschung für mich. Der hat mich absolut umgehauen und also ich habe auch in meiner Kritik geschrieben, wenn es einen zweiten Teil gibt, da gehe ich aktiv ins Kino, wenn er nicht in das Sneak kommt, weil das ist genau mein Ding gewesen, so eine Mischung aus Fantasy-Spaß und ein bisschen Heist-Movie, Komödie, alles drin. Ja, bin ich komplett bei dir, auch 9 von 10 Punkten, weil einfach ein extrem guter Film in meinen Augen, den man im Kino auf jeden Fall sich anschauen sollte, den kann man aber auch gut zu Hause anschauen dann mal. Also der hat Potenzial für die große Leinwand, aber auch Spaßfaktor für zu Hause. Aber je größer die Leinwand, desto besser, weil da waren wunderschöne Landschaftsaufnahmen drin, gedreht in Irland. Und das sah teilweise so ein bisschen kulissenmäßig aus wie Star Wars, hier der letzte Teil, wo die da auf der Insel sind. Das wurde ja auch da oben in Irland gedreht und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch so die Settings und alles. Richtig, es war auch so, es hatte sehr viel Star-Wars-Feeling auch, fand ich, weil so sehr fantasiereich, so bis ins Kleinste, selbst so kurze Szenen, wenn sie irgendwo durchlaufen, irgendwo bis in den Hintergrund, alles schön ausgestattet und wurde sich Gedanken gemacht, wie kann die Welt aussehen. Und die Party, die wir da zusammen haben, die hatte sehr viel Dynamik, wie bei Guardians of the Galaxy, fand ich. Also von der, vom Humor her. Mit das ist ein guter Vergleich sogar. Popkulturellen Referenzen, dann hast du da verschiedene Rassen drin und jeder hat so sein eigenes Ding. Und ja, also deswegen, vielleicht hat es uns auch deswegen so gut gefallen, weil es so ein bisschen was war, was wir eigentlich schon irgendwie kennen und aber in einem anderen Setting. Ja, ich bin gerade in unserer Gruppe, Gloria Sneak auf Facebook. Und da liegt der Film auch ganz, ganz vorne. Also wirklich, da haben einige Leute eine 10 gegeben, einige User oder viele, die meisten User haben 9 Punkte gegeben. Und dann haben nur ein paar vereinzelte 8, 7, 6, 5 gegeben. Aber, und einer ja, sogar 0. Zwei Stück haben auch, zwei ja. Glaube ich sogar 0, ne? Ja, okay. Ja, aber ich weiß nicht, das muss, es ist ja niemand rausgegangen. Also wenn ich 0 Punkte gebe für einen Film, da gehe ich doch raus, oder? Da gucke ich doch nicht bis zu Ende. Ja, eigentlich schon. Aber also 0 Punkte, da wäre mir doch meine Lebenszeit. Oh, jetzt habe ich aus Versehen auch 0 geklickt, so wieder zurück. Ich wollte sehen, wer da getippt hat. Wollen wir sie mal outcallen hier, wer das getippt hat? Nein. Ja, nein. Doch jeder machen, wie er möchte. Nein, Johannes, wir nennen nicht deinen Namen. nee, aber vielleicht hat sich da irgendjemand verklickt oder irgendwas. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand 0 Punkte, also
Das wäre ein Totalausfall. Also. Ha, egal. Egal, ich war dann nochmal in das Sneak hier, als Chris das Bett gehütet hat zu Hause. Und da kam der Film Das reinste Vergnügen. Das ist ein australischer Film. Und wie ich es ja schon in meiner Einleitung genannt habe, war es ein ziemlicher Bumsfilm. heißt doch im Original irgendwie How to Please a Woman oder so ähnlich. Also wie man eine Frau befriedigt. Und hatte man wohl im Deutschen nicht so den Mut, das so direkt zu übersetzen. Wird tituliert als Tragikomödie, startet in Deutschland am 20. April und ist aber bei uns ab FSK 12, also das geht ja noch. Geht um Folgendes. Ein älteres Pärchen, er ist erfolgreich in seiner Firma. Was macht er eigentlich? Ich weiß nicht, irgendwas Anwaltskram oder so, wird nie genau gesagt oder so, geht halt immer. Seine Frau, die arbeitet auch. Sie ist bei so einer Firma, die wickeln so Insolvenzen ab von anderen Firmen. Also wenn da jemand einen Insolvenzantrag stellt, ich kenne jetzt das australische Recht nicht so genau, die haben da extra Firmen dafür, die sich da kümmern. Jedenfalls soll sie dann mal für einen Chef, also sie wird in der Firma auch ziemlich schlecht behandelt und so gedisst und gemobbt von oben her, von ihrem eigenen Chef und so, der lässt sie immer nur Kaffee holen und niedere arbeiten, obwohl sie eigentlich mehr kann. Und dann soll sie mal bei so einer Firma, die sie gerade in Insolvenz gehen wollen, soll sie mal noch so ein paar Unterlagen abholen, die er da vergessen hat. Und sie geht dann in die Firma und das ist so eine Umzugsfirma. Und da trifft sie dann dort auch den Chef und sie will halt die Unterlagen abholen und lernt die so ein bisschen kennen. Fährt zurück in ihre Firma und, guckt sich zu Hause die Unterlagen erstmal noch an und nimmt die am nächsten Tag mit in die Firma und rechnet das mal so ein bisschen durch und sagt so, hey, da gäbe es noch Möglichkeiten, dass diese Insolvenz irgendwie abgewendet werden kann, weil, die sind eigentlich da, die wären noch zu retten, sagen wir es so, aber der Chef hat da überhaupt kein Interesse dran und es kommt noch dazu, sie bekommt den blauen Brief, sie muss gehen. Er sagt irgendwas von Umstrukturierung, aber es betrifft nur sie. Also sie muss gehen, weil er hat eine Jüngere angestellt, die quasi dieselben Aufgaben macht und die hat etwas größere Brüste. Das wird auch so, wird auch so genannt. Ne? Und, das wird auch im Film thematisiert, deswegen nenne ich das jetzt auch so. Und dann kommt die Frau, wie heißt sie eigentlich? Ich nenne sie nur die Frau immer. Gina kommt dann auf die Idee, sich die Firma doch mal genauer anzugucken, wo sie die Unterlagen noch zu Hause hat und kommt da auf eine Idee, weil sie hat auch Geburtstag gehabt vorher und ihre Freundin, mit denen sie sich immer trifft, die gehen dann immer in Australien in der Küste irgendwo schwimmen, jeden Frühsport und so. Und da quatschen die immer die Frauen miteinander, natürlich auch immer sehr anzügliche Themen, die sie da haben. Jedenfalls bestellen die ihr einen Stripper zum Geburtstag und zufällig ist der Stripper einer von den Möbelpackern aus der Umzugsfirma, die sie abwickeln will. Und er sagt, ja, der Firma geht es ja nicht mehr so gut und er muss sich da einen Nebenjob suchen und er lässt da gar nicht locker bei ihr. Also er zieht da wirklich, zieht sich da aus und sie sieht, ja, das ist ja ganz in Ordnung, der Typ. Und kommt dann auf die Idee, diese ganze Umzugsfirma ein bisschen umzustrukturieren und daraus eine Firma zu machen, wo die Mitarbeiter diese Möbelpacker Nacktputzen anbieten für Frauen. Und so fängt sie dann nach und nach an, den Leuten das dann beizubringen in der Firma. Wobei das meistens nicht bei den Nacktputzen bleibt, sondern die Frauen, die sich dann die Herren da nach Hause bestellen, die haben da noch mehr im Sinn mit den Herren da. Und da passiert auch einiges und das sieht man dann auch und alles so. Also dann kommt sie dann auch so ein bisschen in unruhiges Fahrwasser, weil in Australien braucht man da wohl auch eine Lizenz dafür, wenn man so eine Art Bordellbetrieb mal aufmachen will, also so Verkauf von erotischen Dienstleistungen nenne ich es jetzt mal und sie ist dann quasi da sowas wie die Puffmutter geworden und ihr Mann weiß auch von nix und ich will mal nicht zu viel da verraten, wie das dann weitergeht und ausgeht. Und man kann sich ja denken, irgendwann, mit ihrem Mann läuft es auch sexuell überhaupt nicht mehr. Sie versucht dann immer was und der hat überhaupt kein Interesse mehr, der Typ. Und ja, deswegen, weil sie da in ihrer Firma hat sie es natürlich dann ganz andersrum. Und ja,
die ihre Freundinnen, mit denen sie früher immer schwimmen geht, sind zunächst mal ihre besten Kunden auch. Die bestellen sich dann immer die Typen da ins Haus. Und ja, ein sehr weirder Film, wie man schon an der Story merkt. Also, ein bisschen, ja. Ja, also es war irgendwie alles sehr seltsam, fand ich. Es hat irgendwie alles nicht so richtig zusammengepasst. Irgendwie, es war so ganz anders. Es ist halt kein US-amerikanischer, in Anführungszeichen, sauberer Film, sondern da ist halt wirklich alles dabei. Man hat hier alles Mögliche gesehen. Es wurde sehr viel Sex thematisiert. Da kann sich Sex in the City, das nennt sich zwar, hat zwar Sex im Titel, aber das war ja Kinderbuch dagegen. Ne? Also hier ging es ja wirklich. Also da sind dann auch so Szenen drin, was weiß ich, da kriegt sie dann mal so einen Vibrator geschenkt, der fernbedient werden kann. Natürlich geht es schief, die Fernbedienung kommt in die falschen Hände, jemand denkt, das ist eine andere Fernbedienung und so. Ja, und lauter solche Sachen sind da drin. Also ein ziemlich erotisch angehauchte Sex-Tragik-Komödie, würde ich es mal nennen, weil wegen dieser Insolvenz, die steht halt immer noch, dann haben die halt auch so Probleme zu Hause und so. Es war jetzt, man hätte das so richtig schön als so ein Feel-Good lustiges Ding machen können mit der Frau, die halt da so ein bisschen ja, neue Sachen entdeckt und da ein bisschen mit Spaß und so daran geht, aber dadurch, dass dann immer noch so tragische Komponenten mit drin waren und ich weiß auch nicht, das war so ein bisschen so eine ganz krude Mischung, fand ich. ja, weiß noch nicht so recht, aber ich sehe gerade die Wertungen in der Gruppe, also sie sind ja auch quasi, es ist keine Wertung unter 5 Punkten hier. Ich würde, glaube ich, auch so bei 6 Punkten liegen und damit bin ich eigentlich mit bei der niedrigsten Wertung von allen. Ich glaube, es war ein okayer Sneakfilm, na, vielleicht gehe ich noch ein bisschen hoch, ich gehe mal 7 Punkte. Ich glaube, es war ein sehr okayer Sneakfilm. Er hat echt Spaß gemacht. Es war so ein Film, den man sich wahrscheinlich so nicht angeschaut hätte. Und also wir hatten schon Spaß. Es war lustig. Man konnte ein paar Mal richtig gut lachen. Aber dann gab es wieder Szenen, die waren so, oh, okay, und ein bisschen fremdschämerig und so. Wenn dann der eine zum ersten Mal da irgendwo hin geht und soll da als Callboy tätig werden und er kriegt es überhaupt nicht hin und er macht alles falsch und oh, irgendwie war das dann so. Was kann man denn als Callboy falsch machen? Ja, wenn du da einfach. Die Frau hat halt gewisse Erwartungen, verwöhnt zu werden, und wenn er dann so irgendeine Pornonummer abzieht und da er so auf sich selber achtet, dann erfüllt das vielleicht nicht die Erwartungen der Frau, sage ich mal. Ja, okay. Also bevor jetzt hier Zuschriften kommen oder willkommen beim Sex-Podcast. Wir nennen es auch nicht mehr Kinocast oder Sexcast. Habt ihr Fragen zu eurem Sexleben? Ich bin jetzt geschult. Ich kann jetzt hier, ich habe den Film gesehen. Ich kann da beantworten. Ich habe es gerade gelesen. Gerade im Internet habe ich was dazu auch noch gelesen. So, dieser Mann hatte gestern Nacht von 1.58 Uhr bis 3.01 Uhr Sex. Okay. So lange. Ja, heute Nacht. Ja, ich weiß. Ich verstehe den Witz. Ich verstehe den Witz. Ja, okay. Ja, oh, Entschuldigung. Ich sag trotzdem, wow. So lange? 3 Minuten so lange? Ja, okay, ja wahrscheinlich hat er trainiert. So. Ja. Okay, ja, also das reinste Vergnügen. Top-Film für das Sneak, wenn ihr den bekommt. Ist echt lustig. Tragisch. Jetzt verstehe ich den Titel. Das reinste Vergnügen. Das reinste Vergnügen. Ja, wenn die einen Putzservice anbieten. Ach so, okay, so weit habe ich noch gar nicht. Ja, okay, jetzt wo du sagst. Ja, das ist nur der Deckmantel dafür, dass sie dann, ja. Ich habe auch zwischenzeitlich, es gibt ja solche Filme, gerade wenn die so ein bisschen so einen erotischen Touch haben, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein typischer Date-Movie. Ja, wo man sagt, okay, das hat so ein bisschen eine Thematik, um dann so den restlichen Abend ein bisschen vorzubereiten, ne? Würde ich aber bei diesem Film abraten. Warum? Erklär mal bitte. Ja, weil da sind dann wieder so ein paar Sachen drin mit irgendwelchen Leuten, die sich überhaupt nicht verstehen und da die Trennung im Raum steht und so weiter. Das will man ja da nicht haben. Das bringt da dann so ein bisschen, im Schwäbischen sagt man, ein Geschmäckle mit sich. Ne? Also das ist jetzt nicht, deswegen sag ich ja, wenn das ein reiner Fun-Film gewesen wäre mit diesem Thema, ey, top, top, top Film für ein Date oder so,
kannst du reingehen. Ja, oder weiß nicht, hier Sommernachtskino oder so, zusammen mit dem Auto gucken. Ja, super. Ja, den restlichen aber, Abend weiter vorbereiten. Ja, ja klar. Ja, gespannt, wenn wir gleich die Kinocharts und Neustarts machen. You got me, okay? So, also, aber da ist der Film halt nicht so richtig gut. Ich habe mal eine Frage, Erik, an der Stelle. Schieß los. Bereitet dich dann Dungeons & Dragons auch auf das vor, was vielleicht der Abend noch so bringt? Naja, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt als Date-Movie da, ja, weiß nicht. Ja, na gut, also das reinste Vergnügen oder How to Please a Woman. Sag mal so, wer Australien mag, Kate, da sind wirklich schöne Aufnahmen von Australien drin. Ich glaube auch so nicht so die typischen Ecken, also es war jetzt nicht irgendwie Sydney oder irgend sowas, was man schon tausendmal im Film gesehen hat, sondern aber die sind dann immer an der Küste schwimmen gegangen, wobei ich da immer Angst vor Haien hätte, hört man ja so einiges. Hai-Alarm. Ja, genau. Genau, vielleicht kannst du da mal reingucken, wenn es den dann im Heimkino dann irgendwann gibt. Das reinste Vergnügen. Gibt es auch für Frauen ein bisschen was zu. Irgendjemand hat übrigens ein Fenster offen, das stürmt ein wenig. Für Frauen ein bisschen was zu gucken in dem Film. ich habe auch mal geschaut, also die Darsteller kannte ich jetzt alle nicht irgendwo her oder so, aber vielleicht, Kate, vielleicht guckst du mal rein, vielleicht ist da irgendjemand dabei, den man aus irgendwas, aus irgendwelchen australischen Sachen kennt. Die wirken zumindest als Schauspieler sehr erfahren, weil du spielst da solche Rollen auch nicht unbedingt, wenn das jetzt deine erste Rolle ist oder so. Das ist ja schon nicht einfach, was da abverlangt wird mit Blankziehen und mit irgendwelchen Sexthemen und so weiter. Ne? Ich schau mal, ja. Eine Parallele. Also Sally Phillips hat die Hauptrolle gespielt. Ich glaube, die könnte man... Die kam mir irgendwie bekannt vor. Machen wir derweil mal weiter bei den Charts und Neustarts, oder? Ja. Ja. Sneak-Tipps und Neustarts. Ja, dann machen wir jetzt den Sneak-Tipp. Ich habe Sneak-Tipp. Wie lautet denn der Hinweis für morgen? Achtung, um 9 Uhr, 21 Uhr, für alle, die jetzt den Sneak-Tipp nur hören. Und dann wieder ausschalten. Buh, Schande. Aber ihr wisst wenigstens morgen um 9, ne? Ansonsten müsst ihr eine halbe Stunde warten und müsst ihr also erstmal. Also um 21 Uhr, ja. Nicht um 9. 9 p.m., wie wir genau sagen. Wie wir der aus Tipp Reihe lautet: sagen. Witzig, aber hart. Okay. Hätte auch. Es gibt zwei Tipps. Nee, ich sag nichts. Es gibt zwei Tipps. Einmal von dir, Erik: Cocaine Bear. Ja, der ist witzig, aber hart. Also, den haben sie auch bei den Oscar-Verleihungen herrlich, der war ja ein paar Mal Thema. Also, das ist ja gerade in den USA der Riesenüberraschungserfolg. Ja. Cocaine Bear mit dem Bär, der Kokain gegessen hat und völlig am Rad dreht. Und ein zweiter Film wurde getippt, und zwar Champions. Hm. Wobei der Martin, der den getippt hat, dazu schreibt, dass er eher glaubt, dass dein Tipp, Erik, richtig ist. Ja, schauen wir mal. Das wäre natürlich cool. Cocaine Bear, ich glaube, der ist richtig geil. Ja, klar, das cool, wäre auch wieder so ein Date-Movie. Meinst du? Nee. Ja, der zeigt auf jeden Fall für den Rest des Abends schon mal, in welche Richtung das gehen kann. Ja. Oh ja, hier in deinem Film spielt tatsächlich einer mit, den ich kenne. Der spielt den Richard. Warte, jetzt muss ich gucken, wer Richard war. Miles Pollard spielt den. Richard. Steht der ist gar nicht hottie, hottie, hot. Steht doch gar nicht auf der ersten Seite hier bei IMDb. Wahrscheinlich spielt der Tina, irgendjemanden. Haley, Sandra, Monique, Chloe, Adrian, Steve, Brad, Ben, Tom. Die Chloe kenne ich. Die haben alle nur Vornamen in dem Film. Stehen gar keinen. Ja. Also den Richard kenne ich und die Chloe kenne ich. Die Chloe. Ah, hier. Wer war das? Ach, das war eine von ihren Freundinnen. Ja. Ja. Na gut. Ja, dann jetzt nochmal zu den Charts. Zweiter Versuch. Kinocharts und Neustarts. Ich habe den aktuellen Chartling mal reinkopiert. 16. bis 19. März. Ja, den habe ich auch. Und ja, wo fangen wir denn an? Ja, wo wird es denn interessant? Platz 6 immer noch? Nee, Platz 5 machen wir. Platz 5 ist nur noch Avatar, The Way of Water. Platz Nummer 4, Scream 6. Ah. Aber auch schon wieder auf dem absteigenden Ast. Aber trotzdem, 2,7 Millionen eingespielt. Ja.
Platz 3, Shazam, Fury of the Gods. Platz Nummer 2, Creed 3. Platz 1, Sonne und Beton. Hey, gar nicht schlecht. So, und welcher dieser Filme wäre jetzt für dich Date-Movie? Kommt drauf an. Ich meine, so ein lustiger Shazam ist vielleicht auch ganz nett. Oder Scream, so zum Gruseln gemeinsam, ja. Aber ich könnte Platz 8 empfehlen, Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Das ist so ein bisschen was so mit, ja, was Lustiges. Oder The Fablemans, ja, Platz 10, The Fablemans. Oh, den fand ich so gut. Richtig gut. Sehr schöner Steven Spielberg-Film. Okay, was läuft Neues an? Vielleicht ist ja bei den neuen Neustarts irgendwas dabei, wo wir sagen, das könnte der Date-Movie für die Woche werden, wenn man das schon mal so charakterisiert. ich sehe schon, ja, mein Date-Movie. Super Mario Bros., der Film. Jawohl, da freue ich mich schon seit einem Jahr drauf, seitdem ich gehört habe, dass es den gibt. Ich habe jeden Trailer schon aufgesaugt. Aber der kommt eigentlich erst am 6.4., ne? Da ja? ist die Vorpremiere am 5., deswegen ist der jetzt schon drin. Ist das hart aber herzlich oder wie war der Tipp? Nee, hart aber weich? Nee, hart aber lustig? Nee, ich glaube nicht. Witzig aber hart. Witzig aber hart? Nee, glaube ich nicht. Schade. Nee, eher nicht. Also der Super Mario Bros. Film startet genau. Dungeons and Dragons startet am 30.03. Ich habe gehört, das soll ganz gut sein. Hat hier bei Kino.de nur 3 Sterne von 5. Was ist da los? Das kann ja wohl nicht sein. Haben das blinde Leute angeguckt oder was? das könnte auch witzig, aber hart sein. Manta Manta, zweiter Teil, startet jetzt. Zweiter Teil. Nicht zweiter Teil. Teil. Zweiter Teil. Zweiter. Zweiter Teil. Zweiter Teil. Warum auch immer. Apropos 2, Terminator 2, Tag der Abrechnung, kommt in der Reihe Best of Cinema auch wieder. Ja, das ist auch geil. Aber überspringen wir, das heißt The Ordinaries startet. Herausragendes Filmdebüt über eine junge Frau, die in einer Filmwelt einen Komplott auf die Spur kommt. Willst du einfach Terminator überspringen? Gibt's doch nicht. Ja, ja, Top-Film. Ich hoffe, den zeigen sie auch in der Originalfassung, nicht im Director's Cut. Den mag ich nämlich komischerweise nicht so, ausnahmsweise. Bei meisten Filmen mag ich den Director's Cut mehr, aber hier diese zusätzlichen Szenen, die nerven mich irgendwie ein bisschen. Ich fand das Original eigentlich immer noch mit am besten, das, was auch im Kino lief. Und den haben sie jetzt in 4K nochmal abgetastet. Und wer nicht im Kino gesehen hat, jetzt ist eure Chance, vielleicht nie mehr wieder im Kino zu sehen. Geht da mal rein. Das ist echt ein geiler Film. Dann, der läuft aber nur auf Netflix, oder? Murder Mystery 2, da habe ich eine Werbung von Netflix gekriegt. Fortsetzung der starbesetzten Krimi-Komödie auf Netflix, ja. Ach so, ja. Machen die jetzt auch die Kino-Neustarts hier auch auf Netflix, okay? Ne, es steht dran Kinostart, also scheinbar hat er einen Kinostart. Vielleicht einen begrenzten Kinostart. Zusammen mit, ich glaube, Adam Sandler war das und Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, ja. Hat von euch jemand den ersten Teil gesehen? Ja, den haben wir hier in der Sendung gesprochen. Ja, ich kann mich auch erinnern, den gesehen zu haben, aber ich weiß nicht mehr, worum es da ging irgendwie. Es war dieses Ehepaar, wo da so reingerutscht ist, mehr oder weniger in. Ja, es war okay, dass da einen zweiten Teil gibt. Okay. Hätte ich nicht gebraucht. Sisi und ich startet auch. Drama von Frauke Finsterwalder über die letzten Jahre der Kaiserin Sisi fernab vom österreichischen Adel, erzählt aus der Sicht ihrer Hofdame Irma. Entschuldigung, wenn ich das so schwer atme, aber das ist, ja. Ohne Michael Bulli-Herbig, das ist schade. Ja, vor allem aus wie vielen Perspektiven kann man Sisi noch beleuchten? Es startet auch noch Maigret, den hatten wir im Kinocast mal besprochen, der neue Film mit Gérard Depardieu, der hier die Rolle des Kommissars Maigret übernimmt in einem etwas, ja, ruhigen Kriminalfall, der dort, geht zwar nur 88 Minuten der Film, aber ja, ist halt, ja, ziemlich altertümlich erzählt, diese Geschichte von Georges Simenon. Dann startet noch Der Gymnasiast, oder wie ich es nennen würde, Der Gymnast. Französisches Coming-of-Age-Drama über den 17-jährigen Lukas, der nach einem schweren Schicksalsschlag eine alles verändernde Woche bei seinem großen Bruder in Paris verbringt. Startet auch noch The Blaze. Flucht aus den Flammen.
französischer Film, En plein feu. Während ein Waldbrand die Region seit Wochen verwüstet, müssen Simon und sein Vater Joseph ihr Haus im Süden Frankreichs nach einer Evakuierungswarnung verlassen. Doch der Wind frischt auf und macht es für sie unmöglich, macht es für die Rettungskräfte unmöglich, das Feuer zu kontrollieren. Auf der Flucht finden sie sich in einem riesigen Stau wieder, während die Flammen immer näher kommen. In ihrem Fahrzeug eingesperrt gehen die beiden Männer im Gespräch auf ihr schwieriges Verhältnis zueinander ein und die Wunden der Vergangenheit kommen wieder ans Licht. Sie müssen im Angesicht des Todes sich mit lange unterdrückten Schuldgefühlen stellen. Okay. Ja, ja. Das. Es läuft auch noch an, das steht ja gar nicht bei kino.de, aber es steht bei filmstarts.de, den ich auch mal weitergeleitet hatte. Wir kriegen ja immer von den Filmverleihern so kurze Beschreibungen. Und da habe ich geschrieben, das wäre auch mal ein Film für die Sneak. La Maison, Haus der Lust. Kannst du dich erinnern? Wo eine Journalistin ein Buch über Sexarbeiterinnen schreiben will und dann in einem Bordell anheuert in Berlin. Da will sie eigentlich nur ein paar Wochen bleiben. Aber letztendlich bleibt sie dann doch 2 Jahre dort und schildert dann so ihre Erfahrungen dort. Das wäre eigentlich so auch wieder so ein Film für die Sneak, gerade so nach der letzten also Woche. Heute ist es echt drin in dir, oder? Also. Tja, genau. Was haben wir noch? Nee, das war's. Also zumindest auf kino.de haben wir hier noch was bei Filmstarts. Ich glaube, die sind ein bisschen besser dran. Nee, da hatten wir auch alle. Okay. Na dann, gehen wir mal ins Heimkino. Gucken, was es da so gibt. Heimkino. Don't worry, darling. Wer möchte? Kate. Ich? Ja, das auch mal. Aber ich habe doch nachher noch den anderen Film. Aber wobei, den können wir auch nicht so machen. Don't Worry, Darling ist ein Film, der lief letztes Jahr im Kino und gibt es jetzt auf Sky, besetzt mit Florence Pugh und Harry Styles in den Hauptrollen, unter anderem auch Chris Pine und Olivia Wilde. Regie führt Olivia Wilde, was ich sehr cool finde. Und es geht darum, dass Florence Pugh, die spielt die Alice, lebt mit ihrem Mann Jack, gespielt von Harry Styles, in einem Haus in einer Gemeinschaft von Victory. Das ist also ist so eine Firmenstadt. Also die Männer arbeiten bei der Firma und die Frauen bleiben zu Hause. Und das Ganze erinnert so ein bisschen an die 50er Jahre mit Hausfrau und auch der Stil der Wohnung und der Kleidung und so. Hast du komplett dieses 50er-Jahre-Feeling. Und man fühlt sich so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt. Und während die Männer dann bei der Arbeit sind, machen die Frauen den Haushalt und putzen und kochen, bereiten abendliche Partys mit den Nachbarn vor. Und es ist alles so eine scheinbar perfekte Idylle. Doch, wenn man genauer hinsieht, stimmt irgendwas nicht. Also bestimmte Sachen sind viel zu perfekt synchronisiert und der Alice fallen auch nach und nach Sachen auf, die irgendwie komisch sind. Und auch sie fängt dann auch zu hinterfragen, was dieses Victory-Projekt oder diese und mit dieser Firma überhaupt macht. Der CEO, gespielt von Chris Pine, heißt Frank. Und der steckt quasi hinter dem Ganzen. Der hat auch diese Siedlung erschaffen und herrscht so ein bisschen über die ganzen Bewohner und so ein bisschen auch angehimmelt von den Bewohnern, vor allem von den Männern. Und was man auch im Trailer schon sieht, ist, dass diese ganze Fassade irgendwas, sagen wir mal, gruselig Unheimliches mitbringt und auch ganz, ganz starke Risse bekommt. Und dann deckt Alice nach und nach die Wahrheit auf, was hinter diesem ganzen Leben, das sie da führt, steckt. Problem an der Sache, wenn wir an die 50er Jahre zurückdenken und Frauen, die sagen, sie würden irgendwas oder hinterfragen etwas, was nicht ganz normal sein könnte, werden sie gleich als ein bisschen irre abgestempelt und sie brauchen ein paar Happy-Pillen und so. Das ist halt hier auch der Fall, dass ihr erstmal keiner glaubt und man versucht, sie, sagen wir mal, ruhig zu stellen und wieder auf den richtigen Weg zu polen. Aber das geht nicht ganz so gut. Was hinter der ganzen Sache steckt, verrate ich natürlich nicht. Ja? Aber
ich muss echt sagen, ich habe über den ganzen Film überlegt, was könnte das sein, was ist da bloß los und warum ist denn das alles so weird, und habe mir so die ein oder anderen Sachen überlegt, aber was es am Ende war, war was ganz anderes, und das fand ich sehr, sehr cool. Also der Clou am Ende, fand ich richtig gut gewählt und richtig spannend auch. Ich fand den Film ziemlich, ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie der Christian fand, der hat ihn zwischenzeitlich auch gesehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dadurch, dass Florence Pugh mitspielt, hat er auf jeden Fall schon mal einen Extrapunkt vergeben. Und ich glaube mich zu erinnern, dass es ihn an ein gewisses Computerspiel erinnert, oder, Chris? Ja, vollkommen richtig, weil als es losgeht, dieses ganze Setting und wie das alles platziert ist, das hat bei mir so unglaubliche Fallout-Vibes ausgelöst. Das war schon abnormal. Also mit dieser Siedlung, mit dem ganzen Ding, mit der Firma, die da so... richtig krass, das fand ich richtig cool. Das Setting hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Diese ganze Umsetzung auch. War auch sehr cool besetzt. Schon wieder Chris Pine, den haben wir das zweite Mal gehört in der Folge. Weil der ja eigentlich nur eine Nebenrolle in dem Film hat. Ja, aber trotzdem ist genau eine sehr wichtige Rolle. Und insgesamt doch ein Film, der vielleicht ein bisschen schwer anmutet, aber sehr, sehr coole Szenen hat und sehr, sehr interessante Zusammensetzungen hat und dann auch einen doch interessanten Twist mit drin hat. Mhm. Und Erik, du sagst, du hast ihn eigentlich gesehen, aber kannst dich nicht mehr erinnern. Doch, jetzt fällt es mir ein. Ich habe ihn auch gesehen, ist schon ein bisschen her irgendwie. Genau, ich fand ihn auch ziemlich gut. Ich darf natürlich jetzt nicht sagen, warum, so sehr gespoilert. Ja, das darf man nicht sagen. Ja, das darf man nicht sagen. Harry Styles möchte ich übrigens noch kurz hervorheben. Wusste ich jetzt gar nicht, dass der, aber wo ihr es gesagt habt, dachte ich, ja, okay, ich wusste, ja, der hat auf jeden Fall, ja. Ich muss ja sagen, ich war ja nie so ein Fan von diesem One Direction und so. Im Gegenteil, ich fand das immer alles ein bisschen albern. Aber dieser Harry Styles, erstens macht er in letzter Zeit ziemlich coole Musik und er ist eigentlich gar kein schlechter Schauspieler. Ich muss tatsächlich sagen, der gefällt mir immer mehr. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er auch älter wird und ein bisschen Besseres macht, also nicht mehr diesen Kiddie-Pop. Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder in der Harmonie mit Florence Pugh, aber sorry, ich werde, glaube ich, hier gerade zu einem heimlichen Harry Styles-Fan, was das angeht. Ich könnte mir den übrigens auch als Bond vorstellen. Ja, das würde ich sogar angucken. So, ich gucke ja eigentlich fast nie Bond-Filme, aber den würde ich mir angucken als Bond. Fun Fact über Harry Styles, wusstet ihr, dass der seine Garderobe, der hat ja immer sehr aufwendige Kleidung, die von einem Designer, von einem befreundeten Designer entwickelt wird, die lässt er immer transportieren in einer Kühlbox, die wird gekühlt, damit die Stoffe alle schön bleiben und damit da keine Ungeziefer und sowas. Ne? Ja, kann ich mir verstehen, wenn das gute, schöne Klamotten sind letztens von einem Designer. Nee, Don't Worry, Darling, also das war natürlich so eine bedrohliche Grundstimmung die ganze Zeit und man wusste nicht, woran liegt das. Und dann gab es ja auch diese eine Nachbarin, die eine Freundin, die dann plötzlich so am Rad dreht und die wird dann so weggeschafft von irgendwelchen Leuten und sie sieht dann Florence Pugh, wie ist die in der Rolle? Die sieht dann halt auch Alice, die sieht dann halt auch Dinge, die irgendwie seltsam anmuten und die ja dann keiner so richtig da so glaubt und so dieses ganze. Ja, woran liegt das? Also ich, im Gegensatz zu dir, Kate, war ich schon relativ früh da der Lösung auf der Spur, sagen wir es so. Ich hatte ja auch verschiedene Ideen, was dahinter stecken könnte. Also auf jeden Fall fand ich Florence Pugh hier besser als in Midsommar, den ich unerträglich scheiße fand. ich weiß gar nicht, wie ich hier... Olivia Wilde, ich glaube, ich habe es wegen der Regie von Olivia Wilde, das hat, glaube ich, nach Booksmart oder so, Booksmart hat mir in der Sneak, den fand ich ja großartig. Booksmart ist ein super Film. Und dann war das jetzt irgendwie der nächste Film, da hatte ich den damals geschaut, weil er fürs Heimkino rauskam.
Hat mir, glaube ich, ich weiß gar nicht, habe ich hier schon mal drüber geredet? Kann sogar sein, ich weiß nicht. Booksmart? Nee, über den Film hier, Don't Worry Darling. Das weiß ich jetzt nicht. Muss ich mal selber gucken. Ja, dieses ganze Setting und das ist alles so, dass man da nicht raus durfte aus dem Ort und dass es da so Gegenden gab und dass man irgendwelche komische Dinge sieht. Ja, aber diese Fallout-Vibes hattest du ja auch, ja, definitiv, oder? Klar, mit diesen 50er-Jahren. Also, um dazu zu sagen, warum Fallout-Vibes, das ganze Setting spielt quasi in der Wüste, umrandet von Bergen und das ist immer schön warm und heiß und Wüstensand und so, und deswegen erinnert euch das so an Fallout. Nee, eher wegen den Häusern. Wegen Häusern und auch den ganzen Geräten und die ganzen Autos und die Küchengeräte. Und das also ist wegen alles dem 50er-Jahre-Style. Ja, genau, weil das ist Fallout spielt da quasi nach einem Atomkrieg und da ist quasi in den 50er-Jahren eine Atombombe gefallen in der Zeit des Kalten Krieges und die Überlebenden, oder die sind dann in so sogenannte Vaults gegangen, wo die dann so unter der Erde überlebt haben und sind dann irgendwie nach ein paar hundert Jahren, die nächste Generation kommt dann raus in dieses zerstörte Wasteland, was halt in diesen 50er Jahren irgendwie stehen geblieben ist. Darum geht es bei Fallout. Und genau deswegen, da stehen halt noch so diese ganzen Autos rum und manche sind noch besser erhalten, manche schlechter, je nachdem, was da passiert ist, sind halt ein paar hundert Jahre vergangen. Genau, also das hatte ich auch, definitiv. Und ja, ist ein sehr ansprechender, guter Film. Hätte ich mir auch schön das Sneak vorstellen können. Oh ja. Kam aber ja nicht. Deswegen, aber cooles Ding. Von mir deswegen auch 7 Punkte, soweit ich mich erinnern kann. Chris, geben wir mal die Reihe hoch. Ja, wenn wir die Reihe hochgehen, dann ist klar, was als nächstes kommt. Natürlich kommen 7,5. Nein, Spaß, es kommen 8. 8 von meiner Seite. Und Kate? Ja, und ich gebe 9, weil er mich echt gefesselt hat und ich das Ende super cool fand. Ja. Ah, sehr schön. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt auf den Film Supercell, den du gleich vorstellst, weil ich mag ja Twister. Ich war auch mal in der Universal Studios Twister-Attraktion. Ja. Das fand ich auch sehr geil. Und du hast mir das ja schon in unserem internen internen WhatsApp-Gruppe, da gibt es einen neuen Film hier mit Wirbelsturm und so weiter. Erzähl mal. Ja, also ich bin ja grundsätzlich Fan von sowas. Also ich verfolge ja auch den einen oder anderen Sturmjäger online. Also die Social-Media-Plattform zum Beispiel von Reed Timmer, ist ja einer der bekanntesten in den USA. Und was komisch ist, weil ich habe früher Angst vor Gewittern gehabt. Und ich habe mich dann mit dem ganzen Thema beschäftigt und seitdem liebe ich es und würde das am liebsten den ganzen Tag nur angucken, hier Leute, die Stürme jagen. Und ich würde tatsächlich auch sehr gerne selber mal einen Sturm jagen, das muss man dazu sagen. So, und genau dieser Reed Timmer hat über den Film gesagt, über Supercell gesagt, dass der sehr, sehr gut sei und dass die Stürme extrem gut dargestellt sind. Ich habe das ganze Interview jetzt nicht gelesen, aber ich habe halt so die Headlines gelesen von dem Interview. Und deswegen war es ein Muss für mich, den Supercell zu sehen. Den gibt es nämlich jetzt zum Kaufen bei iTunes und Amazon. Und ich habe den geklickt. Es geht um die Familie Brody. Als Kind starb der Vater Bill. Und beim Ausüben seines Jobs als Sturmjäger. Seine Frau war früher auch immer involviert in die ganzen Sachen, aber als sie dann ihr Kind bekommen haben, ist sie mit dem Kind zu Hause geblieben. Und damit fängt der Film auch an, mit dem Tod des Vaters. Dann machen wir einen Sprung 10 Jahre später und William möchte gern mehr über seinen Vater erfahren, aber seine Mutter, gespielt von Anne Hesch, erzählt nichts. Ja, und sagt, das war halt alles gefährlich und du darfst da nicht raus, geh da nicht nach, weil sie will halt vermeiden, dass er in seine Fußstapfen tritt und eventuell diese Liebe zum Sturmjagen auch mitbringt. Aber wie es halt so ist, wenn man Kindern was verbietet, interessiert sie es noch mehr. Also wird der junge Mann, der mittlerweile, was ist der, Ende, Anfang 20 oder so, also 18, 20, keine Ahnung, versucht sie halt mit dem Vater und mit dem ganzen Sturmthema zu befassen und bekommt von seinem ehemaligen, also von dem Vater, seinem ehemaligen Kollegen, das Tagebuch seines Vaters zugeschickt. Warum auch immer. Das sind so Logikfehler in diesem Film. Warum schickt er ihm jetzt dieses Buch? Warum jetzt? Warum auch immer? Keine Ahnung. Wird auch nicht aufgeklärt. Und daraufhin will er die ganze Geschichte dem Ganzen nachgehen und macht sich dann auf den Weg zu dem ehemaligen Kollegen von seinem Vater
Und ja, wie könnte es auch anders sein? Er landet dann halt mitten in dieser Sturmjägerszene und der Freund, das ganze Unternehmen läuft auch immer noch unter dem Namen Brody, weil irgendein reicher Typ, gespielt von Alec Baldwin, hat sich da die Rechte an diesem Franchise gesichert. Und das ist dann schon alles. Also das ist, ja, es kommt dann ein Riesensturm auf und die hocken dann da fest und dann wiederholt sich die Geschichte von vor, weiß ich nicht, vor 10 Jahren, wo der Vater starb, aber sie können es abwenden und keine Ahnung, pipapo und tralala. Die ganze Story ist nichts Neues. Es ist komplett, teilweise echt lahm. Ich habe nach der Hälfte des Films, außerdem habe ich zwischendrin einmal geschlafen, aber das lag eher daran, dass ich müde war, ab der Hälfte des Films habe ich die Tonspur auf Englisch gewechselt. Dann war er besser, weil die deutsche Synchro ist kacke. Der Daniel Diemer, der den Sohn spielt, den William, der ist auch kein grandioser Schauspieler. Und das ist alles nichts Neues. Was der Film aber gut ist, und das ist das, was auch Reed Timmer gesagt hat, die Sturmszenen sind fantastisch. Also diese Supercells, also diese großen Gewitterzellen, diese Darstellung über den gesamten Bildschirm, hast du diesen Riesensturm, der sich aufbaut. Die technischen Fakten sind, soweit ich weiß, auch korrekt, was da so erzählt wird mit Aufwinden, Abwinden und die Vorboten von so Stürmen und so. Also das ist schon, ich frage mich, ob das wirklich computeranimiert war, also dieses großen Supercells, oder ob man da tatsächlich richtige Filmaufnahmen genommen hat von echten Supercellen. Das müsste man jetzt noch rausfinden. Oder ob das alles nur am Computer entstanden ist. Die ein oder anderen Blitze bestimmt, gar keine Frage. Aber bildgewaltig ist der Film, storytechnisch ist er halt scheiße. So viel dazu. Ja, storytechnisch war ja Twister auch nicht gerade eine Offenbarung, aber da hat wenigstens einen guten roten Faden gehabt und so weiter und war damals auch irgendwie neu. Wenn du jetzt natürlich 20 Jahre oder wie alt ist Twister? Nee, schon länger. Alt. In den 90ern, 30 Jahre wahrscheinlich. Ja. Wenn du da jetzt einen neuen Film machst, dann musst du schon noch ein bisschen was hinzufügen. Und ich werde auch mal reingucken. Mal gucken, wie der so ist. Was gibst du so punktemäßig? Ah, das ist halt echt schwierig. Ich würde ihm tatsächlich schon 6 Punkte geben. Ja, das geht ja noch. Oder 5,5, ich weiß nicht. Einfach weil die Stürme sehr gut sind. Also die sind richtig gut dargestellt. Aber gut, einen Film da anzugucken, weil so, Stürme. Ja, es gibt auch so eine coole Szene, da sitzt er auf dem Fahrrad auf einer Straße und du siehst quasi rechts und links so die Häuser und nach hinten wird es immer dunkler und dann Wetterleuchten, wo dann einmal kurz mal die komplette Stadt erhellt ist, die du vorher nicht gesehen hast. Und das sind, ich glaube, auf dem großen Bildschirm, also ich musste auf dem Tablet gucken, weil ich ja hier die ganze Zeit mit der Kleinen beschäftigt bin, aber auf dem großen Fernsehbildschirm wirkt es wahrscheinlich, wenn es draußen dunkel ist und der Raum dunkel ist, wirkt der Film, glaube ich, richtig gut. Oder im Kino. Und man sollte ihn auf Englisch gucken. Oder im Kino, aber der gibt's. Oder im Kino. Gibt's ja nicht, ja, aber Kino. Der hat es ja nicht mal ins Kino geschafft. Ja, also die Sturmgeschichten schon nice. Ja. Naja, gut, ich guck trotzdem mal rein. Mal gucken, guck mal rein. Was mich da so erwartet. Und weil wir schon ein bisschen weit fortgeschritten sind in der Zeit, aber weil es jetzt natürlich zeitlich nur jetzt passt, noch ganz kurz was über die Oscars, die großen Gewinner. War für euch eine Überraschung dabei, dass Everything Everywhere All at Once da das Große abgesahnt hat? Ja. Habe ich noch nicht gesehen, deswegen kann ich nichts zu sagen. Ich habe den Film nach 20 Minuten ausgemacht, weil ich ihn furchtbar fand. Deswegen. Aber wir wissen ja, dass Geschmäcker sind verschieden. Du fandest ihn ja super, ne? Na, super fand ich ihn nicht. Ich fand ihn sehr okay, sag ich mal. Hat mir Spaß gemacht, ich fand ihn interessant. Aber ich verstehe, wer damit nicht klarkommt, weil der doch sehr asiatisch angehaucht ist und man muss das auch ein bisschen. Ja, ich gucke doch auch koreanische Filme und koreanische Serien. Also schon überdreht und aber ich habe mittlerweile jetzt auch, der läuft ja auf Sky, ich habe mittlerweile noch ein, zwei Mal geschaut, der wird echt besser. Also der wird echt besser, wenn man nicht mehr so diese, what the fuck, was ist das, warum hat die jetzt so Wurstfinger und sowas. Wenn man da einmal drüber raus ist, der hat wirklich große, richtig gute Szenen, also die, aber ich habe halt das Problem, dass mir die Hauptdarstellerin, also die ganze Art der Hauptdarstellerin, ging mir von Minute 1 auf den Sack.
dieses ganze. Ja, das ist dieses asiatisch übertriebene, was ich meinte. Ne, also der Rest der Familie war nicht so schlimm. Aber er hatte auf jeden Fall, dadurch, dass du nicht bis zu Ende geschaut hast, er hatte sehr schöne Aussagen da noch mit drin um Familie und so weiter. Und deswegen, ja. Aber für mich war es, also mein persönlicher Oscar-Favorit, dem ich am meisten Daumen gedrückt hätte, war auf der Zielgerade dazugekommen, die Fablemans. Den fand ich einfach so schön. Ich fand natürlich Im Westen nichts Neues, absolut überragend. Habe ich ja im Kinocast besprochen, 9 Punkte gegeben. Und Triangle of Sadness, der sogar in der Sneak lief in Stuttgart. Vielen Dank dafür. Den fand ich richtig gut. Das wären so meine Favoriten gewesen. Everything Everywhere nicht dabei, aber ja. Und ansonsten, die anderen Sachen waren eigentlich mehr oder weniger erwartbar, ne? Wenn wer welchen Oscar, Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Kiyuan, der fand ich so schön, dass er sich gefreut hat. Insgesamt sowohl Roter Teppich als auch die eigentliche Veranstaltung fand ich sehr, sehr, sehr gelungen und schön diesmal. Ja, also, das stimmt. Es war sehr herzlich, es waren gute Witze drin von Jimmy Kimmel. Es gab keine Schlägerei, finde ich langweilig. Ja, es wurde aber auch thematisiert. Ja, sehr schön. Das fand ich richtig gut. Und insgesamt auch die Gewinner, dass gerade der, den ich gerade angesprochen habe, der Keyuan, der Kleine, der bei Indiana Jones damals jetzt wieder vereint mit Harrison Ford auf der Bühne. Und, ach, da waren so schöne Geschichten drin rundrum und wer da gewonnen hat und dass auch die Deutschen gut dabei waren mit Im Westen nichts Neues. Das hat mich überrascht. Also und, mit den was sind es, 4 Oscars für Im Westen nichts Neues? Das fand ich super. Und auch also, der Sound, ey. Oh, ich habe jetzt mittlerweile auch diese Score Snacks, den Podcast, die haben das natürlich auch analysiert, den Score von Im Westen nichts Neues. Ah, der Soundtrack, einfach der Hammer, wie sie es gemacht haben und so wird alles in der Scoresnacks-Folge thematisiert, kann ich echt empfehlen für Filmbegeisterte, hatte ich ja schon mal gemacht. Ja, schöne Veranstaltung, das nur kurz dazu von meiner Seite und ich freue mich dann auf nächstes Jahr und dann werde ich vielleicht auch wieder live gucken, wenn es dann passt, zeitlich, diesmal hat es überhaupt nicht gepasst. Die Serien nehmen wir uns in die nächste Woche mit rein. Da haben wir einiges zu bieten. Von Shrinking über Ghosts, Alaska Daily, Mandalorian, Tulsa King. Ach, so viel dabei, das schaffen wir heute Ted nicht. Ted Lasso. Steht nicht drin. Muss noch mit rein. Hab ich auch noch nicht geschaut. Doch zu viel auf der Agenda. Deswegen kommen wir gleich mal zu den Tipps für unsere Musikecke, die wir auf die Playlist packen. Music. Kate ist im Bereich Klassiker unterwegs. Ja, klar. Ja, momentan höre ich sehr viel Disney-Songs, deswegen musste ich jetzt einen Klassiker raussuchen, weil ich kann nicht schlecht Disney-Songs liken. Vielleicht nächste Woche. Ich habe mir ausgesucht von Green Day Basket Case. Willst du die normale Version nehmen? Oder ich hätte hier noch Spotify gibt es auch eine Live-Version. Nein, die oder normale. Eine BBC Unplugged. Die normale, okay. Die normale. Die schon jeder zur Genüge gehört hat. Wobei die Unplugged-Version cool ist, aber... Okay, ist drauf. Chris, was möchtest du denn haben? Ich habe von den The Shabooms den Song Shaboom. Der ist aus Don't Worry Darling. Don't Worry Darling. Life Could Be a Dream. Und der passt so unglaublich wie Arsch auf Eimer. Deswegen, ja. Okay. Hab ich den. Ich war ja wieder auf einem Konzert und da habe ich... zum zweiten Mal, also ich war bei V&V Nation in Leipzig und jetzt in Stuttgart am Freitag und da war eine Vorband, die heißen die Traitors, allerdings nicht mit einem E hinten zwischen T und R, da gibt es eine Band, die heißen Traitors, also wie die Verräter, die nicht, Traitor. Sondern Traitors. Die hat mir echt ganz gut gefallen, die habe ich ja jetzt zum zweiten Mal gehört, deswegen ein neuer Song von denen, den packe ich mal hier auf die Playlist, The Eye That Follows Suit, packe ich mal drauf für Musikentdecker. Eye of the Tiger. Das so nehme ich. Ja, ist auf unserer Playlist drauf, die da heißt Kinocast Songs auf Spotify. Die könnt ihr abonnieren. Überall, wo es Spotify gibt. Und vielen Dank an alle fürs Zuhören und fürs Teilen, wenn die neue Folge erscheint, für die Hinweise auf die Folge. Vielen Dank fürs Weitersagen, dass es uns gibt. Das hilft uns sehr. Und ja, vielen Dank an euch beide fürs Mitmachen. Sehen wir uns dann morgen. Achtung, 21 Uhr morgen. 21 Uhr im Gloria wegen dem Streik. Ja. Sie. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Macht's gut.
Macht's gut, tschüssi. Bis bald im Kinocast.